kulinarischer Höhepunkt Hamburgs. Wir haben hier zweimal ein Baguette, einmal ja, Nudeln und eine formschöne, bildhübsche Lasagne. Kein McDonald's der Welt könnte einen schöneren Burger verunstalten. Wenn man eine Lasagne sich vorstellt, stellt man sich das hier vor. Oh mein Gott, guck dir das an! Meine Fresse! Ist das ein schönes Bild? Oh, dreh's. Weil sie gerissen ist auf der Seite. Oh. Holy shit. Oh. Oh. Bitte ruhig sein. Bist du Mann? Ja. 0 vor wen? Also erst 0-0. Also nee, 0-4-0 brauchen wir ja nicht, ne? Nö, du musst also 0 und dann. 3. Genau. Läuft? Ja, läuft die ganze Zeit. Notiz für mich, Nummer ausblenden. Was brauchst du, Martin? Essen. Also, psst. Nicht lachen. Hat mich umgeleitet? Schönen guten Tag, mein Name ist... Schönen guten Tag, Olsen bei Wasser. Wir haben gerade bei Ihnen, ja, Essen bestellt. Okay, Nummernhausweg. Was? Auf welche Straße geht das? Nee, wir haben gerade Essen bestellt gehabt bei Ihnen. Okay. Und, leider ist das qualitativ absoluter, Durchfall. Das tut mir leid, weil das Fleisch schmeckt... Was hatten Sie bestellt gehabt? Bitte? Was hatten Sie bestellt gehabt? Eine Lasagne. Okay. Die war komplett ölig, also wir haben es gerade nochmal umgekippt. Der Teller ist voller Öl mit ein bisschen Fleisch, ein bisschen Nudeln. Hatten wir zwei Baguettes noch dazu und der Salat war alt und sehr, sehr welk. Okay, das richte ich mal an Chef aus, weil unser Spezialkoch ist krank und wir haben einen zusätzlichen Koch und der ist heute neu und ich bin auch nicht zufrieden, leider. Ja, das Problem ist zum Beispiel die Lasagne. Da schreibe ich Ihnen was gut. Die Lasagne mussten wir komplett entsorgen. Also die haben wir jetzt noch vor uns liegen, aber die ist nicht essbar. Okay. Soll ich für Sie was anderes zuliefern lassen? Ja, also wenn Sie als Ersatz was zuliefern, können wir das gerne machen. Aber also bezahlen tun wir nicht nochmal für was. Nee, dann mache ich für Sie als Gutschreibung. Oder soll ich für das nächste Mal gut schreiben? Jetzt was? Kann man nicht, ja. Nein, Gutschreiben, wir werden niemals bestellen wahrscheinlich. Also dann mache ich für das nächste Mal eine Gutschreibung. Nee, denn am besten halt, Geld zurück. Geld zurück ist Quatsch. Geld zurück wäre natürlich das Allerschönste. Geld zurück, das ist irgendwie schlecht, weil ich kann keinen Fahrer schicken, der das Geld zurückbringt. Wir haben hier Pause momentan und deswegen... Also das Einzige, was ich für Sie machen kann, also... Ne, weil wir sind ja nur 3 Leute, was ist denn vielleicht mit einer großen Pizza als... Für jetzt oder später? Für jetzt, wenn dann, weil wir haben ja noch nichts gegessen. Okay, kann ich auch für Sie machen. Was für eine Pizza wollen Sie haben? Schinken? Weil ich kann nur 2 Belege drauf machen und... Das geht das? Halb Schinken, halb Salami? Natürlich. Salami, rechts Schinken? Für Sie mache ich das, ja. Okay. Also halb Schinken, halb Salami, ja? Haben Sie die Adresse noch? Tschüss. Daraus lernen wir, beschwert euch und nimmt nicht jeden Scheiß. Und keine Sorge, in der nächsten Episode zeigen wir die Pizza. Und wir kommen, schau mal nochmal zurück, und wir gehen mit Kamera auf den Lieferanten durch. Manni, was ist los? Wir haben nun die Lieferung bekommen, und zwar die Entschädigungspizza für diesen Brei hier. Der mittlerweile immer noch komplett ekelhaft aussieht. Aber er ist ein bisschen abgetropft. Habe ich das Gefühl. Ja, ja. Aber wir sehen schon, die verschiedenen Arten auch von Fetten haben sich hier schon bereit gehalten. Die theoretisch Brokkoli-Pampe ist schon hart geworden, wird in 2 Stunden ein Eigenleben entwickeln und bösartige Welterniedrigungspläne. Ekelhaft. Unsere Familien. Familienpizza. Christian, bitte öffne die Gratispizza. I didn't remember ordering the pizza. Es sieht nach Käse aus. Ja, es sieht aus wie... Es riecht. Sie tropft nicht. Aber das riecht auch noch nicht so gut. Lass mich mal kurz anheben. Einfach mal gucken, was da unter so ist. Fett! Ist okay. Sieht gut aus. Wir schneiden sie an und machen die Live-Verkostung. Jetzt. Das Messer ist doch wurscht.
Was? Ja, da war die Lasagne drin. Und alles. Guck mal, ich will den nicht von unten. Ich wollte gerade sagen. Aber jetzt wieder. So. Wir brauchen keine Mikroskopaufnahme. Doch, doch, ich finde, man sollte das ganz gut sehen. Was? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehen Sie? Herr Power, schneiden Sie. Oh, wie schön. So. Sie lässt sich schneiden, das ist schon mal gut. Sie schneidet nicht zurück oder sowas. Sie springt gleich auf und sagt, Alter, nicht mit mir. Ich finde den Rand an der einen Seite witzhaft, wenn man das an den Rand nehmen kann. Ich finde interessant, dass es hier verkokelt ist, aber der Rest schon fast... Ja, das finde ich jetzt auch, wenn das passiert. Machen wir einfach mal ein Stück, damit das hier simpler erscheint. Mhm. Wenn du die Wurst durchbekommst. Eine Herausforderung sondergleichen. Ich würde sagen, Christian macht es jetzt mal. Dein UPS-Run kommt auch. Und die bringt die andere Pizza. Er bringt die Kostüme. Oh, scheiße, das heißt. Die mögen Pfeffer. Die lieben. Das ist interessant, wie viel Pfeffer da drauf ist. Schmeckt sie denn besser als die Lasagne? Doch, aber ich weiß nicht, ob das so schwer ist. Martins Gesichtsausdruck toll, wenn er schneidet. Wow. Herr Power. Zu Hause im Keller. Ich fühle mich beobachtet. Süß, wie die Kamera austickt, wie die... Pfeffer, du hast vollkommen recht, pfefferartig. Pfeffer, es ist ziemlich viel Pfeffer. Das ist ein bisschen Öl. Gib mir noch mal ein bisschen von dieser roten Pampe etwas. American Dressing heißt es. Mhm, Ist okay. Also kann man essen. Also, im Vergleich zu der ganzen Scheiße, die uns vorher geliefert wurde... Pfeffer. Hm? Vielleicht ist das auch seine Rotze. Guck das Stück her. Aber fettarme Rotze. Ja, ist auch okay. Nein, es ist echt okay. Wenigstens. Ja, wieso denn? Sei glücklich. Bei uns beim Dönerladen wurde mal Sperma in der Tzatziki-Soße gefunden. Ist kein Scheiß. So, ich trau mich jetzt definitiv vollkommen drüber. Ich möchte wissen, wie es drin aussieht. Oh. Part 2. Sezieren Sie bitte, Dr. Paul. Warte mal. Oh, ist das schön von innen. Jetzt lebt es noch. Da haben wir die Anfangsfarbkonsistenz. Ich hab Angst, dass ich mit der Linse in die Soße komme. So, scheiß drauf. Nein, Martin, tut's nicht. Nein, Martin. Martin, denk an deinen Darm. Nein. Du kommst vom Klo nie wieder runter. Ich find's besser als vorher. Bestimmt, weil das ganze Öl jetzt ausgetropft ist. Ist bestimmt ein bisschen trockiger und klebriger jetzt. Ja, also pro Lieferservice. Das hat so einen leichten Nachgeschmack langsam. Du hast heute Geschmäcker erlebt. Ja, noch irgendwann was ausprobieren? Zum Beispiel Lasagne auf Pizza oder was ist das? Er pickt den Knopf. Aber nur wenn wir Bacon drumherum packen. Dann more Bacon than Jack Daniels. Need more Bacon. Ja, schlag was vor, ich mache jeden Scheiß, glaube ich. Ich bin gerade drin. Okay, gut. Die Pizza mit den Nudeln, mit der Lasagne und diesen Salatblatt. Go! Dieses Salatblatt ist das Wichtigste. Kannst du, weißt du? Ja. Welches Teil nehmen wir davon? Darf ich bitte davor noch ein Pizzastück retten, bevor ich verhungere? Nein, nur ein Teil davon. Sonst ja, ich bitte auch eins. Das wäre übertrieben sonst vielleicht. Was machen wir überhaupt? Schmeidig du mittlerweile bist. Ich bin auch froh, dass die Kinder in der dritten Welt kein Internet haben. Du, das ist irgendwie müssen wir an diesen ganzen Witzen noch ein bisschen feilen. Das ist alles, Martin, das ist alles sehr inkorrekt. Seit einem Jahr hat sich bei mir nichts verändert. Wie war jetzt die Konstellation? Du isst mit, oder? Ja. Sehr gut.
Und Nico. Na, das mag ich sicher nicht, das ist einfach nur ekelhaft. Ich meine, come on, dude. Salatblatt fehlt noch. We just don't do that. Hübsch. Wir aus dem Restaurant. Von denen. Ja. Wollt ihr ein bisschen Miracle Whip haben? Wir haben noch Miracle Whip. Oh, wie schön. Oh. Hast du eine Cocktailtomate? Wir haben Zitronen. Du bist doch jetzt Zitrone drüber träufeln, damit das ein bisschen fester wird. Haben wir. Davon stand nichts im Skript, Alter. Welches Skript? In meinem Kopf gibt's immer ein Skript. Das kriegst du doch gar nicht hin. Ich sollte Moment. Kinder in der dritten Welt erwähnen. Oh, die Zitrone. Getroffen die Pizza davon. Das, was tropft, ist jetzt du kannst Bier. Du kannst anfangen. Na, Nico. Du, das Bier, das schmeckt gar nicht schlecht. Das verbrennt mir so schön den Geschmack. Das schmeckt nach Bier. Mach das Ganze eklig, Mensch, und dann schon. Wobei, die Nudeln sind ekelhaft. Bilder. Guck, wie das bei den Americans ist. Sind das mal Martin verarscht, Nico? Wie wär's? Katzenfutter? Gib her! Ich mach schnell. Was geht das hier? Nimm ich das hier. Was ist das? Was ist das? Das Bier. Das ist Bier. Schön. Das tropft gerade auf unserem Boden. Er kann es ja wischen. Ach, wir sind ja kultiviert, ja. Ich schneide das hier einfach. Bevor das noch einer von Bier erwischt wird, nehme ich das lieber an. Ich probiere mal noch hier das Stück von Melissa, das hat sie angeknabbert, aber das esse ich einfach. Ist doch deins, oder? Jo. So, dass ich hier nichts vergesse, auch von der Partie hier. Also, ich würde jetzt maximal sagen, die Pizza schmeckt ohne unsere Verfremdung so. Martin, was ist das? Das ist die Mischung aus allem, was wir bestellt haben, zusammengemacht zu einem Konstrukt des Ekels. Und ich versuche jetzt dieses Stück in meinen Mund zu bekommen. Es wird kein schöner Anblick werden. Weder für euch noch für mich. Schlangen-Martin ist unterwegs. Was ist noch denn? Wir müssen nicht Möhrchen. Martin, Statement. Wait, what? Man kann auch stehen, das ist ein gutes Zeichen. Es war alles okay, bis mir das Fleisch geschmeckt hat. Ja, ist okay. Immerhin muss ich sagen, ist das hier besser als diese beiden Gerichte lose. Ja. Gut, wobei wir jetzt fairerweise auch sagen müssen, diese Pizza ist maximal solide. Mhm. Gut, aber ich esse jetzt alles, ich hab Hunger. Rufschädigung hoch 10. Wir sagen trotzdem danke fürs Zusehen. Und ja, Mahlzeit. Bestellt woanders. Warten die dann aus, Knopf.